ebenfalls gestört. Und doch bereitet mir Aridas Abwesenheit größere Sorgen. Diese Kammer, sie ist genau wie mein Vater sie beschrieben hat. Ihr wart noch nie hier? Ich kenne nur die Geschichten, die ihr erzählt habt. Erida hätte den Pfad der Toten nicht auf diese Art versperrt. Die Geister sollten frei durch die Erde wandern. Lilith? Merkwürdig. Die Tür ist mit einem irdenen Siegel verschlossen. Was hat mein Vater darüber gesagt? Schutzsteine, das war's. Wenn ihr mir von den Grabhügeln in der Nähe einige bringt, kann ich den Weg öffnen. Das hat geklappt.
Zumindest ist das ein Anfang. Dämonische Markierungen. Lilith war hier. Auf dem Altar steht etwas geschrieben. Bei Wurzel und Stein, bei Tränen und Leid, wir tragen die Flamme in Ewigkeit. Tote Augen aus Asche und Glut, verflucht sind wir und unser Blut. Ah, ein Klagelied, das von Erida geschrieben wurde. Das ist eine Gedenkstätte für alle, die im Kampf gegen Astaroth gefallen sind. Die Schwachen werden untergehen. Oh, Asche, vergessen. Wartet, wir sind nicht eure Feinde. Haben. Erida würde das niemals dulden. Es sei denn... Oh, ihr ist etwas zugestoßen. Das wissen wir noch nicht. Kommt. Das muss das Hügelgrab der Ältesten sein. So viel. Entweiht. Dämonennarben auf ihrem Grab und Druidenrunen, um die Toten zu erwecken. Diese Runen, dieser zarte Hauch, das ist Eridas Werk. Warum hat sie sich mit einem Dämon zusammengetan? Ich habe schon andere unter Liliths Kontrolle geraten sehen. Erida schwor, die Toten in Frieden ruhen zu lassen. Was sollen wir tun? Wir müssen sie aufhalten. Genau. Lösungen finden sich vor uns, nicht hinter uns, wie Vater sagt.